Sind gestern schon allein beim Einchecken schon Diskussionen entbrannt über die einzelnen Themenfachgebiete. Ich finde es sehr interessant, jeder kennt sich bei seinem Thema gut aus. Heute bei den einzelnen Vorträgen, jetzt schon von den Workshops, war es dann auch wieder so sehr interessant, wie jeder unterschiedlich jetzt einen Zugang zu dem Thema des Workshops hatte. Jeder, der hier dabei ist, hat seine eigene Facharbeit gemacht oder ist dran, hat sie abgeschlossen, redet wahnsinnig gerne drüber und man merkt schon, wie zwischen den Teilnehmern wieder neue Ideen entstehen. Also das muss innovativ sein, alleine weil es viele junge, gute Leute sind, die Spaß an der Sache haben. Die Atmosphäre mit den Dozenten hier auch ist sehr offen, sehr freundlich. Die gehen auf einen zu und man hat so das Gefühl, die sind einer von uns und nicht irgendjemand, der eben jetzt vorne steht und einen Vortrag hält, sondern der unterhält sich mit uns und geht da Fragen ein und das finde ich sehr gut hier. Mir gefällt es auch sehr gut, dass die Gruppen sehr klein sind. Es bleibt sehr viel Raum für die Fragen von jedem Einzelnen, die Professoren. Wir können ganz gezielt auf die Wünsche von jedem Teilnehmer eingehen. Die Hans-Riegel-Akademie ist eine Möglichkeit, also erstmal von uns aus gesehen, mit interessierten Studierenden auch aus anderen Gegenden als unserem üblichen Einzugsgebiet zusammenzukommen. Das gefällt mir, dass manche von den jungen Leuten schon so früh oder relativ früh wissen, was sie dann weitermachen wollen. Und dass wir als Dozenten haben Möglichkeit, schon so früh die jungen Leute dafür für unsere Fachgebiete zu gewinnen. Gestern Abend war der Science Slam mit Thomas Gottschalk und Tim Geilus. Und ich fand die Moderation sehr gut. Ich war auch begeistert von der Professionalität der Slammer. Einen wunderschönen guten Abend von mir. Herzlich willkommen zum Science Slam der Dr. Hans-Riegel-Stiftung. Ich heiße Tim Geilus. Ich habe nie versucht, in irgendeiner Form intellektuell rüberzukommen. Ich habe immer Menschen gehabt, die gesagt haben, ich mache 15 Handstände in einer Mülltonne. Das habe ich intellektuell mitgekriegt. Ich hätte mir vorher das irgendwie gar nicht erträumen können, einmal Thomas Gottschalk zu treffen, aber auch Tim Geilus, der auch schon viel Erfahrung hatte im Slam-Bereich. Manchmal diese sarkastischen Bemerkungen von Thomas Gottschalk fand ich sehr sympathisch. Klamottentechnisch unterscheidest du dich wohltuend von den anderen, aber ich weiß nicht, wie das Publikum das sieht. Das ist Sache des Publikums. Und danke, danke schön. Du ja auch. Du, ich habe da nichts mehr zu verlieren. Eigentlich fand ich, dass von den 6 Vortragenden 4 hätten gewinnen können. Das war echt knapp. Und ich finde es super, dass es dann letzten Endes ein Unentschieden war, weil ich konnte mich selber nicht entscheiden. Das ist ein eindeutiges Unentschieden. Wir haben 2 Sieger, Adrian und Judith! Die Atmosphäre zwischen den Slammern war sehr lustig. Den Science Slam fand ich persönlich sehr, sehr gut. Er hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil man halt einfach neue Themen kennengelernt hat, aber das nicht irgendwie trocken in dem Vortrag irgendwie präsentiert bekommen hat. Es werden jetzt schon Pläne gemacht, wann wir uns das nächste Mal dann wieder treffen und war einfach eine schöne, sehr schöne Erfahrung. Die Atmosphäre ist sehr angenehm, es sind sehr viele nette Leute aus ganz Deutschland da. Es ist natürlich auch schön, sich auszutauschen, was jeder als Studiengebiet hat, wo jeder herkommt, wie jeder so lebt. Man traut sich eigentlich auch in diesen internen Kreisen viel besser Fragen zu stellen oder eben auch darauf einzugehen. Man kann sagen, dass man auf gleicher Augenhöhe ist. Das ist total toll. Es fühlt sich fast an wie ein so ein inoffizielles wissenschaftliches Forum eigentlich. Also ich dachte am Anfang, dass ich so ziemlich allein da stehe, weil ich ja gar keine Erfahrung wirklich mit Universitäten habe, auch als Schülerin. Und alle waren sehr freundlich, man kann sich super mit anderen austauschen. Es ist auch sehr lustig und amüsant und ich verstehe alles, was ich nicht wirklich erwartet hätte. Vor mehr als 10 Jahren, als Anfang der 2000er die Idee der Kinderuni aufkam, hat man daran gearbeitet, die Vorstellung zu realisieren, von der Kindheit bis zu den Alumni eine Linie zu ziehen und nicht wie herkömmlich vielleicht durch Stipendienvergabe, sondern eben durch Netzwerkbildung andere Zugänge zu schaffen.
Und dieser Netzwerkcharakter, den hat so eine Akademie, wie wir es jetzt übers Wochenende hier sehen. Wir bieten ja 23 Workshops ab an 9 Exkursionen. Und das für die Dr. Hans-Riegel Fachpreisgewinner der letzten 5 Jahre aus Deutschland und Österreich. Wir begleiten wirklich die Jugendlichen bis zum Studium. Und das ist so dieser rote Faden, den die Dr. Hans-Riegel Stiftung trägt. Dass wir allein hier diesen Ehrenvortrag jetzt heute Abend haben von dem gerade prämierten Umweltpreisträger 2015, Professor Dr. Latif. Ich bin auch sehr gespannt. Das zeigt ja die Wertigkeit und vor allem diese Wertigkeit, die reflektiert ja auch auf die Preisträger. Über 90% der Energie, die wir auf diesem Planeten Erde produzieren, produzieren wir, indem wir Kohle verbrennen, Öl verbrennen und Erdgas verbrennen. Wir greifen in einer Art und Weise ins Erdsystem ein, wie es noch nie der Fall gewesen ist. Also wir führen ein gigantisches Experiment mit unserem Planeten aus. Es kann sein, dass es gut geht, das Experiment. Es kann aber auch sein, dass es schief geht. Auch im Ruhrgebiet, da waren Sie auch noch nicht geboren, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da hatten wir wirklich solche Verhältnisse wie heute in China. Dann haben wir gehandelt, weil uns irgendwie die Bedrohung offensichtlich war. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir es wollen, können wir alles. Auf das Abendprogramm von heute freue ich mich besonders, weil ich noch nie eine Rheinfahrt gemacht habe. Ich habe es auch zu Hause bei mir nicht geschafft, einmal eine Flussfahrt auf der Donau zu machen. Deshalb ist es ein besonderes Highlight. Einmalige Chance, eigentlich hierher zu kommen. Es macht so viel Spaß, man lernt so viele neue Leute kennen, so viele neue Eindrücke. Und wenn irgendwer Interesse hat an Naturwissenschaften und so, sind solche Projekte, glaube ich, der beste Weg, um dann nochmal mehr Einblick in verschiedene Teilbereiche zu bekommen. Das ist für uns als Stifter auch wichtig, das bestätigt unsere Arbeit, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und es ist ganz im Sinne von unserem Stifter Dr. Hans Riegel, der nämlich immer gesagt hat, er möchte einen Teil, das, was Kinder und Jugendliche ihm über die Marke Haribo gegeben haben, zurückgeben über seine Stiftung. Und das tun wir hiermit. Thank you.